Hi, herzlich willkommen beim Tienchen. Schön, dass ihr da seid. Zu meinem ersten Tag für Yayokata 2024. Jetzt ist der erste Monat im neuen Jahr auch schon wieder um. Wahnsinn, wo die Zeit bleibt. Viele sagen ja, ihnen kommt es immer dann vor, dass es alles schnell vergeht, wenn sie was Schönes machen. Und dass die Zeit langsam vergeht, wenn man was Blödes machen muss. Aber ich kann euch sagen, ich bin jetzt in einem Alter, in dem die Zeit auch vergeht, schnell vergeht, zu schnell vergeht, wenn man was Blödes machen muss. Heute machen wir etwas Schönes zusammen. Ich hoffe, es ist für euch auch schön. Ich hatte euch mein Album gezeigt. Das war die Rückseite, wo ich so begeistert war von der Collagefähigkeit dieses Papiers. Und auf der Vorderseite habe ich es auch so gemacht, unten mit der Collage. Dann habe ich dieses Deckchen draufgeklebt und diese beiden Blüten, die ich vorher abgeschnitten hatte, habe ich auch draufgeklebt. Dann habe ich mir diese Promptliste von der Gudrun nochmal ausgedruckt in Schwarz-Weiß. Denn ich wollte gerne, wo ist es? Willkommen in meinem Chaos. Ich wollte gerne diese Sprüche, die wir ja für jeden Monat passend haben, mit dem Monatsnamen zum Ausschneiden und Einarbeiten haben. Und da habe ich mir, den habe ich mir abgeschnitten von dem Schwarz-Weiß-Bogen. Also ich möchte den Januar benutzen und den Spruch, um das auszuschneiden und entweder auf dem Tag oder auf der ersten Seite zu integrieren. Jetzt habe ich, und das werde ich wahrscheinlich auch bei den anderen dann so machen, mir aus dem Schwarz-Weiß-Bogen das alles nochmal ausgeschnitten auf ein dünnen Kraftpapier, auf ein dünnes Kraftpapier geklebt. Das hat, ich weiß nicht, 120 Gramm oder so. Also nicht dick, ein dünnes. Und damit es ein bisschen haptischer ist und sich auch ein bisschen besser an den Ecken runden lässt, weil wenn euer Eckabrunder nicht rundet oder euer Kreisstanzer nicht stanzt, dann liegt es nicht daran, dass der kaputt ist, sondern dass die Papiere, die ihr stanzen wollt, zu dünn sind. Ich nehme dann einfach immer so ein Schmierpapier, nehme das mit dazu und dann geht es tadellos. Also er schafft nur eine gewisse Dicke. Aber es muss auch eine gewisse Dicke sein. Wenn die Papiere zu dünn sind, dann klappt es nicht gut. Hab mir also hier das mit dem Jahresevent nochmal, damit ich weiß, wie sich das Yayokata zusammensetzt. Hier auf mein Doily geklebt, also auf dieses ausgeschnittene Deckchen. Und hier unten nochmal den Hashtag. Das ist jetzt mein Cover erstmal. Rückseite hatte ich euch ja gezeigt. Dann habe ich hier die erste Seite dekoriert, auf die wahrscheinlich nichts kommt. Also jetzt erstmal keine Tags. Und ich habe die letzte Seite dekoriert. Und da habe ich einen Zettel gefunden, auf dem stand perfekt. Und den habe ich einfach da reingeklebt, weil der lag hier rum. So, dann habe ich jetzt hier in der Mitte, ich hatte glaube ich gesagt, ich habe fünf. Ich habe insgesamt nur vier von diesen Blättern. Und da kam auch gleich eine Frage, müssen das nicht mehr sein? Also die ersten beiden ist das Cover. Da könnt ihr noch zusätzlich Briefumschläge, Taschen, irgendwas. Ich werde mir wahrscheinlich einen Umschlag machen hier hinten oder eine Tasche, wo ich dann diese Promptliste noch reinstecken werde, die hier verewigen, damit die hier mit dabei ist. Das habe ich bei den Zines auch gemacht. Und dann brauche ich nur noch sechs Seiten. Also drei Doppelseiten und da mache ich jeweils vorne und hinten einen Tag. Das sind ja dann schon 12. Mehr braucht ihr gar nicht. Dann habe ich eins von den Bonusbögen hier drauf geklebt. Habe es also genauso gemacht wie bei dem anderen auch. Ich nehme die Seite, die ich gestalten möchte, lege die aufs Papier, fahre mir außen rum, schneide das aus, klebe das auf mit Tacky Glue. So, ich habe mir also die erste Seite beklebt und habe mir überlegt, wie man so eine Seite beklebt. Es ist jetzt nicht relevant, dass ich das zeige. Ihr könnt auch kollagieren,
könnt euch also ganz viele Schnipsel hier zum Beispiel, die hebe ich mir immer alle auf, die ganzen Schnipsel. Ich werde wahrscheinlich auch mal eine aus Schnipseln machen oder ich werde vielleicht einen Tag mit Schnipseln machen. Aber jetzt machen wir das. Ich habe also die Seite beklebt und habe hier unten wieder meinen obligatorischen Rand, weil die Höhe von dem Papier, ich möchte also gerne immer, ich könnte es ja auch umdrehen. Ich könnte also, wenn ich jetzt, ist jetzt gerade das Falsche, ich muss mal eins rausholen, wenn ich jetzt dieses Papier habe und ich sehe, meine Seite passt da nicht drauf und wenn ich nicht so geizig wäre, bräuchte ich ja nicht zu sein, ist ja Digitalpapier, kann ich ja immer wieder ausdrucken, dann könnte ich es auch so rumlegen, dann hätte ich den Rand hier unten nicht, also ich könnte einfach die ganze Seite benutzen und dann aus den Schnipseln auch wieder irgendwas machen, aber Sparbrötchen, das ich bin, habe ich es so rum drauf gelegt. Dann kriege ich zwei raus. Und habe mir hier unten jetzt wieder, habe ich jetzt wieder diesen blöden Rand. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir eine Tasche für mein Tag. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Hier sind Reste von dem Freebie von der Gudrun. Das habe ich mir gekauft. Das habe ich schon verstümmelt. Da liegen schon ganz viele Teile rum. Und das sind Reste von meinem letzten Versuch. Der letzte Versuch. Von meinem letzten Mal. So, ich möchte mir jetzt gern da eine Tasche hinmachen. Und da hatte ich mir auch schon was vorbereitet. Da ist es. Also ich hätte hier noch schöne Reste gehabt. Wo ich die Blume ausgeschnitten habe. Das hätte ich einfach so gelassen. Finde ich toll. Die Ecken sind schon abgerundet, aber das passt nicht ganz. Ich hole euch mal ein bisschen runter. Also hier und hier ist mir der Abstand zu breit. Sonst hätte ich einfach das als Tasche benutzt. Aber da, das ist mir hier ein bisschen zu... Der Abstand ist mir zu breit. Also habe ich mir eins ausgeschnitten aus dem Bogen, mit dem ich die Seite hier gestaltet habe. Das wirklich ganz von vorne bis nach hinten geht so. Das möchte ich jetzt hier unten als Tasche anbringen, wo dann nachher das gestaltete Tag reinkommt. Jetzt habe ich das Papier aber nur ausgedruckt auf ganz normalem Druckerpapier 90 Gramm. Das ist ein bisschen dünn. Deshalb nehme ich mir einfach von meinem Kraftpapier was. Das ist keine 300. Das hat 120 oder so. Ich gehe mal wieder raus. Da klebe ich mir das drauf, damit die Tasche, wenn man das Tag rein und raus macht, bisschen stabiler ist. Also ich klebe mir das einfach auf Kraftpapier, schneide es aus und klebe es dann als Tasche auf. Jetzt habt ihr da wieder alle Möglichkeiten bei solchen Taschen. Ihr könnt die mit einer Bordürenstanze bearbeiten. Ihr könnt einfach so einen Halbkreis als Eingriff reinstanzen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das noch dekorieren könnt. So, wenn ich solche Ecken runden will, dann schneide ich das einfach immer gerade und stecke es dann hinterher in den Abrunder rein. So, jetzt wird es noch ein bisschen eingefärbt. Ich habe die Ground Espresso, die ist ein bisschen heftig. Wenn euch das zu dunkel ist, dann könnt ihr Vintage Foto nehmen oder irgendeinen anderen Braunton. Aber ich nehme die. So, jetzt gucke ich mal. Also ich möchte es schon unterbrechen. Ihr seht wieder das Collagepapier. Wenn ich das hier drauf klebe, merkt kein Mensch, dass da eine Tasche ist, weil sich das alles so schön einfügt. Was ich auch machen könnte, wäre aber, weil hier Spitze ist, ich klebe mir hier ein Stück Spitze drauf. Das würde bestimmt schön aussehen. Da müsste ich aber erst was holen oder habe ich was da? Ich habe was da. Ist es nicht wunderschön? So, und das ist auch, passt auch wunderbar. Das werde ich hier drauf kleben, quasi als Unterbrechung. Wenn es bei euch jetzt rauscht, bei uns regnet es wie die Wutz. Ganz furchtbar. Ich könnte es auch nur so halb und dann so drum kleben. Dann würde man mehr von der Blume sehen. Ich glaube, das mache ich auch. Aber jetzt muss ich es erstmal abschneiden. Und das mache ich dann mit doppelseitigem Klebeband. Also das, was hier so furchtbar rauscht und trommelt bei mir, das ist der Regen. Kann ich leider nichts dagegen machen.
Aber ich habe auch schon öfter gemerkt, wenn ich ein Video mache und ich sage euch, jetzt fährt ein Traktor vorbei oder jetzt macht irgendein Nachbar Geräusche, dass man das nachher beim Bearbeiten merke ich dann immer, dass man das gar nicht bei euch gar nicht gehört hat. Mir kommt es immer so wahnsinnig laut vor und ich fühle mich dann immer total gestört und genervt und denke, nein, immer wenn ich ein Video mache, dann macht es draußen Krach. Aber das Wetter ist prädestiniert, um dabei zu basteln. Das ist mir nämlich völlig Banane, wenn ich nicht raus muss, was das Wetter macht. Die Hauptsache, ich sitze hier schön im Trocknen. So, ich klebe mir das jetzt hier halb hin. Dann sieht man nämlich auch mein Blümchen noch ganz. Also ich habe jetzt vorne und hinten doppelseitiges Klebeband hingemacht und klebt es halbe. Moment. Wo ist der Spieß von der Barbara hier? Geht doch. Und jetzt schlage ich das einfach hier um. Und weil durch die Löcher immer noch klebt und ich natürlich nicht möchte, dass meine Seiten zusammenkleben oder mein Tag danach drin festklebt, habe ich hier in so einem Teelichtgläschen ein bisschen Babypuder und damit pudere ich das ab. Und dann klebt es nicht mehr. So. Und jetzt mache ich das hier drauf. Und dafür nehme ich Flüssigkleber. So. Und es passt jetzt ganz genau hier auf die Seite. Ein bisschen klammern. Das schlage ich jetzt einfach so um und mache die Klammer hier rein. So, und dann kann das jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und wir machen weiter mit dem Tag. Ich habe mir so ein beiges ausgesucht. Wenn ihr die komplett überzieht, ist es natürlich völlig Banane, welche Farbe ihr habt. Und ich habe ja hier noch ein Stück von meiner Bonusseite. Und damit werde ich auf jeden Fall die Vorderseite beziehen. Dazu schneide ich mir jetzt erst den Rand ab, damit der nicht nachher aus Versehen drauf ist. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Bleistift von meiner Markierung von vorhin. Ganz genau reicht es. Ganz genau. So, das klebe ich jetzt hier drauf. Und dann haben wir ja den Spruch, wir sind wie Schneeflocken, jeder von uns ist einzigartig auf eine wunderbare Weise. Jetzt habe ich mir der Gudrun ihr Freebie angeguckt. Da waren zwei tolle Spielkarten drauf mit einem König und einer Dame. Das hat schon mal sehr gut gepasst, fand ich. Und dann waren Orangenscheiben drauf. So. Dann waren diese drei schönen Bäume drauf. Die fand ich jetzt für den Winter, obwohl es bei uns nicht schneit, und auch für den Schneespruch nicht wirklich passend. Es sind wunderschöne Bäume, aber sie sind grün. Und es sind Laubbäume und im Moment gibt es keine grünen Laubbäume, sondern nur nackige. Ich habe mir also so ein bisschen zum Winterthema diese Orangenscheiben ausgeschnitten. Hab mir diese beiden Karten auf Kraftpapier geklebt und habe mir so zwei Flaps gemacht. Die möchte ich auf dem Tag unterbringen. Und dann dieses wunderbare Bild mit diesen Mäuschen. Die stehen hier in einer verschneiten Landschaft mit ihrem Tee und ihren Liederbüchern. Und das passt wunderbar zum Winter und auch zu den Schneeflocken, weil auch auf den Bäumen ist Schnee. Und deshalb habe ich auch nicht diese Seite gewählt mit dem schönen Hintergrund, weil das wäre mir zu unruhig gewesen. So. Ich habe die genommen, wo wenig los ist
und möchte hier auf jeden Fall die Mäuschen drauf machen, weil die einfach zum Winterthema wunderschön passen. Und dann werde ich die Orangen hier noch dekorieren. Und dann habe ich ein tolles Tag zum Winterthema. Und die Bäume hebe ich mir auf, wenn es wieder grüne Bäume gibt. Denn ich liebe Bäume und die sind ganz toll, die Gudrun hier entworfen hat. Oder Blätter könnten das auch sein. Kann man als Bäume oder als Blätter benutzen. Aber weil auch die Blätter haben ja solche Adern. Müssen also keine Äste sein, können auch Blätter sein. Und die werde ich mir aufheben für ein anderes Projekt. Dann habe ich hier auch noch zwei andere Orangenschalen, so aufgerollte, die wie Rosen aussehen. Das soll jetzt erstmal meine Vorderseite werden. Und die Karten, die möchte ich gerne auf die Rückseite machen. Also ich schneide mir das jetzt erstmal passend her. Dann färbe ich das wieder ein bisschen ein. So, das war ein quadratisches Bild. Da habe ich mir die Seiten so ein bisschen organisch ausgeschnitten, also dass es nicht ganz so glatt aussieht, sondern ein bisschen wellig. Ihr könnt natürlich, wenn ihr keine Böcke habt, alles nochmal auf Kraftpapier zu kleben, euch das gleich mit dickerem Papier ausdrucken. Also ich habe auch 120 Gramm Druckerpapier. Das ist für solche Sachen, die man weiter bearbeiten will, oder für Tags oder sowas, ist es besser. Aber ich hatte mir das jetzt halt so ausgedruckt und habe auch noch jede Menge Reste von dem Kraftpapier. Und deshalb ist es kein Problem, das zu benutzen. Da oben fehlt irgendwas. Vielleicht mache ich doch diese Orangen hier oben noch mit dazu. Also ich finde, Orangen sind immer so prädestiniert für den Winter. Ja. So mache ich das. Also jetzt kommt erstmal das Bild mit den süßen Mäusen. Hier so fast bis nach oben. So, dann kommen hier die beiden Röschen. So. Und die drei kommen unten hin. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich den Spruch auf das Tag mache oder auf die Seite, weil ich habe ja hier dieses freie Stück. Und da würde man das ja wunderbar, könnte man das wunderbar drauf machen und auf das Tag dann nur das Januar. So. Meine schönen Orangen, da sind sie. Und mein Januar, der kriegt jetzt aber auch noch was drunter. Ich habe doch hier so schöne Reste noch. Gut, das Blaue passt jetzt nicht, aber das würde passen. Also ihr seht, ihr müsst jeden Schnipsel aufheben und sei ihr noch so klein. Ich hole euch mal ein bisschen runter. So. Jetzt habe ich das hier auf den Schnipsel geklebt. Den könnte ich jetzt auch direkt so ausgerissen lassen. Das würde schöner aussehen, als wenn ich ihn jetzt gerade schneide. Und mein Januar, der wird jetzt so ein bisschen eingefärbt, damit er nicht so schrill weiß ist. Und dann kommt er hier drauf. Und da ist dann auch wieder das Orange, das ist hier oben in den... Jetzt muss ich wieder raus. Das Orange, das ist hier oben in den Schalen drin. Und das Beige ist ja sowieso überall. Ja, so mache ich das. Das ist schön. Mache ich das jetzt mit Dingenskirchen dahinter? Nein. Ich mache nichts dahinter. Aber wisst ihr, was ich dahinter mache? Ich mache ein Stückchen
Spitze dahinter. Dann kommt diese Spitze, die ja auch auf der Seite ist, hier in dem Tag auch wieder vor. Ist das eine gute Idee? Ich höre euch gar nicht. Ist das eine gute Idee? Ja, ja, es ist eine gute Idee. Mach das. Ich bin so blöd. Ich habe mich jahrelang mit diesen Dingern gequält. Vielen Dank, Barbara. Und vielen Dank auch nochmal an die liebe Marlies, die mir auch von diesen Teilchen geschickt hat. Da habe ich jetzt endlich was, wo ich mich nicht mehr ablagen muss. So, jetzt klebe ich das Stückchen Spitze mit doppelseitigem Klebeband an. Dann ist es schon mal fixiert. Und dann hier mein Januarschildchen. Das kommt hier drüber. Da guckt die Spitze so raus. Und dann habe ich die Spitze, die auch auf der Seite ist, auf dem Tag auch noch mal so ein bisschen. Schön. So. Das ist jetzt mal die Vorderseite von meinem Januar-Tag. Und die beiden, die wollte ich gerne auf die Rückseite machen, so als Klappen. Dann brauche ich hier auch, könnte ich jetzt das auch dekorieren. Also ihr seht, ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt eure Seiten dekorieren. Ihr könnt die Tags auf beiden Seiten dekorieren. Mit den Freebies, ohne die Freebies, nur mit den Papieren, mit einzelnen Teilen von den Papieren. Und ich merke gerade, ich eskaliere schon wieder. Und ich habe eine Idee, weil wenn ich jetzt hier diese Flaps hinmache, dann gehen die mir immer so auf. Und deshalb muss ich da noch was reinstecken. Ich mache jetzt erstmal die Flaps hin. Also ich könnte die Seite jetzt komplett dekorieren. Papier habe ich ja genug. Aber ich habe ja auch noch ein paar Monate vor mir. Und wenn die rum sind, dann schätze ich mal, werde ich immer noch Ideen haben. Aber diese tollen Papiere von der Gudrun, wenn ihr die mal gekauft habt, dann gehen die euch ja nicht mehr verloren. Das heißt, ihr könnt da immer wieder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, könnt ihr da basteln damit. Immer wieder, wenn euch was einfällt, was Neues machen. So, jetzt muss ich mal gucken, die habe ich hier abgerundet. Das war eine blöde Idee, weil da gucken jetzt die Spitzen raus. So, ich mache das jetzt hier hin. Der König kommt oben hin. Und dann mache ich die Gretel hier unten drunter. So. Jetzt habe ich hier so ein Flip-Flop-Flap-Element. Aber das macht jetzt den hier. Und auch wenn ich die runter schön mit dem Falz rein. Die stehen mir ab. Na klar, wenn ich sie reinstecke, dann halte ich sie fest, aber dann verheddern die sich unten in meiner Tasche und da muss ich jetzt Abhilfe schaffen und das mache ich mit diesem tollen Rest, den ich eigentlich hier schon als Tasche benutzen wollte, der aber nicht ganz gereicht hat in der Breite. Auf dem Tag reicht er. Ich mache mir den jetzt hier unten hin. Und zwar brauche ich da keine abgerundeten Ecken. Deshalb muss ich das gerade schneiden hier jetzt. Den mache ich mir jetzt hier hin als Tasche. Bisschen kürzer oder auch noch. Hier in die Ecke. Jetzt habe ich hier ein schönes Tischchen. Das muss ich natürlich auch ein bisschen. Ich denke die ganze Zeit, ich hätte was vergessen von dem Freebie. Habe ich aber nicht. Also ich habe das Bild benutzt, ich habe die Schalen benutzt, weil ich hatte es ja schon zerlegt. Ich habe die Karten benutzt und dann waren nur noch die Bäume, ja. So, und dann brauche ich jetzt hier was, was mir die hier unten festhält. Und dazu muss ich was in die Tasche stecken. Aber ich habe hier auch noch so einen Rest. Und aus dem mache ich mir jetzt einen Tag. Und das stecke ich mir hier rein, das hält mir dann meine Karten unten. So, ich habe jetzt hier ein Stück abgeschnitten und ein Stück Kraftpapier. Seht ihr, das habe ich gemeint.
wenn der euch das nicht stanzt, dann liegt es nicht an dem Stanzer, sondern dass das Papier zu dünn ist. Und dann nehme ich mir ein Restpapier, lege mir das drunter und dann geht's. So. Und wenn ich das jetzt hier reinstecke, dann bleiben meine Karten unten. Das ist mein Tag für Januar. Und mein Spruch, den ich zum Beispiel auch hier auf die Rückseite machen könnte oder hier auf die Rückseite oder hier. Also den Spruch könnt ihr überall hin machen, wo ihr wollt. Oder ich könnte ihn mir hier auf die Seite machen. Den schneide ich mir jetzt noch klein und gehe noch mal ein bisschen in mich, weil ich habe jetzt ja wirklich jede Menge Möglichkeiten, wo ich diesen Spruch anbringe. Da überlege ich jetzt noch mal und dann zeige ich es euch, wenn es fertig ist. So, ihr Lieben, das erste Tag und die erste Seite sind gestaltet. So sieht es jetzt aus. Ich klappe das mal rum, damit ihr es besser sehen könnt. Also ich habe an der Seite noch ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich hier, wo ich ja eigentlich den Spruch draufkleben wollte, das war mir dann ein bisschen zu nackt, habe ich hier die Hälfte von dem Doily noch draufgeklebt, das ich mir ja doppelt ausgeschnitten hatte, um es euch zu zeigen. Also das ist einmal vorne auf meinem Cover. Und dann wollte ich gerne hier auch noch ein bisschen Orange drin haben. Und deshalb habe ich das halbe hier draufgeklebt, wo es relativ nackt war. Das ist jetzt mein Tag, das habt ihr schon gesehen. Also einmal von vorne mit den süßen Mäuschen und den Orangenscheiben und den Rosen aus der Schale und hier meinem Januarschild. Und auf der Rückseite hatte ich ja die Karten aufgeklebt als Flaps. Habe mir hier so ein Tag gemacht, das mir... Tag im Tag quasi, dass mir hier die Karten festhält. Und weil mir das auf der Rückseite zu nackt war, habe ich das, wie ich das auch immer gern bei den Mini-Alben mache, einfach Restschnipsel, die so rumlagen, draufgeklebt, damit es nicht einfach nur braun ist. Und hier auf der Karte seitlich und hier seitlich habe ich auch noch einen kleinen Schnipsel geklebt, der sich dann hier farblich wieder findet in der Bordüre. Und auf der Rückseite habe ich hier einen Rest draufgeklebt, da hatte ich die Blüte ausgeschnitten und hier einen mit Türkis. Das sind einfach nur Reste, damit die nicht einfach nur braun sind und der Text steht jetzt hier drunter. Das war jetzt mein Tag für Januar. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Viele haben ja geschrieben nach dem ersten Video, ich bin mal gespannt und wie wird es werden und wie soll das sein. Und ihr könnt jetzt hier oben noch ein Eyelet setzen oder ein Brad reinmachen, ein Band dranhängen. Ob ich das im Nachhinein noch machen werde, die müssten dann ja alle irgendwie oben rausgucken. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt, muss ich sehen. Und ich lasse mich gerne von den Freebies von der Gudrun inspirieren. Und wenn es mir mal nicht ausgeht, bis Ende des Monats zu warten, bis Anfang nächsten Monat, bis es dann die Freebies gibt, dann werde ich auch mal mit irgendwelchen eigenen Sachen die Papiere kombinieren oder mal was ganz anderes machen. Keine Ahnung. Jedenfalls war das mein Januar. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr dabei wart. Bin sehr gespannt, was die Gudrun macht. Ich denke, ihr auch. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch was und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.